Stürmisch und rasant ging's auch bei der Fotowand dahin. Fast im Sekundentakt wechselten sich nicht nur Fans, sondern auch die Schauspieler ab. Schließlich war das Fantagsprogramm auch in diesem Jahr prall gefüllt. Ob es nun ein Erinnerungsfoto mit dem Lieblingsdarsteller oder ein begehrtes Autogramm mit persönlicher Widmung ist, die Sturmfans standen überall Schlange. Hochleistungssport ist es dann, wenn man all die Attraktionen des Tages unter einen Hut bringen möchte. Dazu später mehr. Doch auch für die Schauspieler der erfolgreichsten Telenovela Europas ist der direkte Kontakt zu den Fans etwas ganz Besonderes. Ich finde das sehr, sehr rührend, dass die Leute von sehr weit herkommen teilweise. Ich höre das an den Dialekten. Und es ist ganz toll. Es ist total schön zu sehen, dass die Menschen sich einfach total freuen, dass wir da sind, genauso wie wir uns freuen. Die Fans sind so lieb und so nett und die nehmen einen so herzlich auf. Und es ist einfach nur eine ganz, ganz tolle Erfahrung, hier zu sein. Das ist einfach, das ist grandios. Da hat mir vorhin jemand diese Rose überreicht, eine Dame, die da kam. Hast du etwa auch eine? Nein, keine Rose. Aber ich habe einen Glückskeks bekommen. Und das ist so was Entzückendes, mit wie viel Freude und Herzlichkeit, die einem das geben und sind. Außerdem habe ich Ferrero-Küsschen bekommen. Ich habe nicht nur richtige Küsschen, sondern auch Ferrero-Küsschen bekommen. Hast du richtige Küsschen bekommen? Ja, viele. So. 6 Jahre Sturm der Liebe, Zeit für Veränderungen. So sahen es die Macher der täglichen Serie und beschlossen, das fiktive 5-Sterne-Hotel Fürstenhof einfach in die Luft zu sprengen. Diese spektakulären Szenen waren nötig, um den Zuschauern neue Kulissen präsentieren zu können. Mit der gewaltigen Explosion wurde Ende September die neue Staffel der Telenovela eingeleitet und wird seitdem auch in HD ausgestrahlt. Zurück zum bereits 3. Fantag in der Geschichte von Sturm der Liebe. Während die Schauspieler nahezu pausenlos in der Eventhalle Autogramme schreiben, ziehen im Viertelstundentakt 40 Mann starke Gruppen in Richtung Halle 4-5, in der sich seit Ende Juli sämtliche Innenkulissen befinden. Für die Fans ist so eine Führung etwas Einmaliges. Nur einmal im Jahr kommen sie in den Genuss, diese Dekorationen live anzuschauen, die sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen. Ich habe das der Oma halt geschenkt. Sie ist ein wahnsinniger Sturm der Liebe-Fan, hat noch keine Folge verpasst. Sie erzählt mir immer, wenn ich da bin, was gerade passiert ist. Manchmal habe ich das Gefühl, sie lebt die Welt schon fast. Weil sie weiß jeden Schauspieler, alles, was passiert ist. Also sie ist da mal ganz aufgeregt und erzählt mir das. Also echt witzig. Jetzt weiß ich wenigstens, wenn ich den Film sehe, was für Zimmer das ist und was für Zimmer das ist. Also das ist einfach einmalig. Ich finde es voll beeindruckend, einfach weil es so ganz anders ist, als ich mir das immer vorgestellt habe im Fernsehen. Es ist schon so ähnlich, nur viel kleiner und konzentrierter. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass am Montag hier die Schauspieler wieder drehen. Für einen stürmischen Darsteller hat sich's bereits wieder ausgedreht. Der Münchner Schauspieler Andreas Borcherding stand bis Anfang März dieses Jahres als Götz Zastrow vor der Kamera. Sein Ende? Tragisch. Kurz nach der Hochzeit mit Barbara von Heidenberg vergiftete sie ihn und somit hieß es letztlich für ihn Endstation Serientod. Und das ist Andreas Borcherding wenige Monate später. Zwar sehr schwarz gekleidet, aber so gar nicht tot. Hier besucht er die Kulisse, in der er als Götz Zastrow den Tod fand. Ja, hat sich ganz schön was verändert, seit ich vor 7 Monaten hier gestorben bin, unter Krämpfen. Grauenhaft, alles viel größer geworden, umgebaut worden. Ganz schön anders. Was haben wir denn da Schönes? Das sieht fast aus wie eine Urne. Vielleicht ist da die Asche vom Götz drin? Schauen wir mal nach. Ne, geht nicht auf. Naja. Ja, ich habe aber gehört, dass meine Mörderin und gehassliebte Ex-Frau Barbara von Heidenberg heute auch hier ist. Die suche ich jetzt mal. Schauen wir mal hier, neue Drehtür. Während Andreas die Mörderin seiner gespielten Serienfigur Götz sucht, begeben wir uns schnell zurück in die Eventhalle. Denn dort wird jetzt der Fan Award an das beliebteste Sturm der Liebe-Paar 2011 verliehen. Gewonnen haben Antje Hagen und Sepp Schauer! Alias Hildegard und Alfons Sonnbichler, die beim Sturm der Liebe ein äußerst liebenswertes bayerisches Ehepaar darstellen. Und das von Beginn an. Seit August 2005 sind sie die guten Seelen am Fürstenhof.
Es ist einfach fantastisch, wenn man merkt, wie das Publikum, und ich meine, die Abstimmung war im Internet. Es ist ja nicht so, dass man jetzt, dass da jetzt fünf Leute gesagt hätten, die sind, sondern es waren ja ziemlich viele. Und das macht einen schon ganz schön stolz. Ja, muss ich sagen. Und wenn wir zusammen spielen, dann haben wir ja auch im Laufe von 6 Jahren, die wir jetzt zusammen sind, haben wir uns auch so unsere Atmosphäre entwickelt, die so zwischen uns ist. Und dass das ankommt und dass die Leute das mögen, wie wir unsere Rollen leben, das ist schon schön. Ja, das freut einen schon sehr. Ja. Freudige Gesichter gibt's auch weiterhin bei den Fans, die ein Autogramm nach dem anderen abstauben. Doch wie sieht's denn in der Zwischenzeit bei Andreas Borcherding aus? Er war ja auf der Suche nach der Frau, die ihn im Sturm unter die Erde brachte. Nicola, hast du mir irgendwas zu sagen? Du meinst jetzt, du warst mein 6., 5. Mordopfer. Nein, danach kam auch noch einer, ja. Du hast bei 5 zu zählen aufgehört? Ja, ich wusste da nicht mehr so recht, wie viele es waren. Man verliert da schon mal den Überblick. Ja, die Autoren meinten es nicht gut mit mir in der letzten Zeit. Ich musste so einige um die Ecke bringen, ja. Und wenn ich dir jetzt gleich zeige, wo der Sarg steht und du kommst wieder, würdest du mich dann rausholen? Aber sofort. Das gibt doch Hoffnung. Und so endet ein weiterer Fantag mit viel stürmischer Liebe und dem kleinsten Wirbelwind unter den Stürmern, Judith Hildebrandt.